Ob gewaltige Windkraftanlage oder der einfache Föhn zu Hause, die Möglichkeit oder Notwendigkeit, Edelstahl einzusetzen, ist unbegrenzt. Vom hauchdünnen Draht bis zum Durchmesser von über einem Meter ist alles machbar hier bei BGH im Siegerland. Ob Schmelze, Zuschnitt, Fertigung, all diese Prozesse hält man hier in der Hand und schaut dabei auf eine Firmentradition von über 550 Jahren. Wir lassen uns zeigen, was noch kommen soll. Als Ihr Unternehmen gegründet wurde, war Amerika noch nicht entdeckt. Macht so viel Tradition erhaben? Also erhaben ist mit Sicherheit der falsche Begriff. Erstmal zeigt mir diese Tradition, dass wir seit 555 Jahren immer noch Stahl schmieden, wie viel in diesem Werkstoff Stahl steckt. Der hat einfach unheimlich viel Potenzial, sich immer wieder neuen Aufgabenstellungen anzupassen. Und zum anderen ist natürlich auch Tradition ein Stück Aufgabenstellung. Setzt das fort, was andere angefangen haben, aufgebaut haben, weiterentwickelt haben und finde einfach neue Wege in der Zeit, die halt gerade gegeben ist. Die ist im Moment sehr herausfordernd, kann man sagen. Aber die längste Tradition nützt nichts, wenn die Aufgaben, die vor einem liegen, auch bewältigt sein müssen. Ganz genau, die 555 Jahre sind keine Garantie für die nächsten 5 Jahre. Marc-André Müller, natürlich ist das Stichwort in dem Zusammenhang Nachhaltigkeit. Wie sehr gilt das für Stahl? Stahl ist ein sehr nachhaltiger Werkstoff. Er ist zu nahezu 100% recycelbar. Und wenn man dann sieht, wie viel CO2-Ausstoß Stahl in den Produkten, in denen er verbaut wird, vermindert später, ist er damit ein sehr innovativer und nachhaltiger Werkstoff. Der Energieverbrauch bei der Erzeugung von Stahl wurde in den letzten 50 Jahren um 60% vermindert. Und die Erzeugung eines Stahls in einem Elektrostahlwerk wie hier bei der BGH hat nur ungefähr ein Viertel von dem durchschnittlichen CO2-Ausstoß auf der Hochofenroute, wie er uns weltweit genommen wird. Sehen Sie sich als Problemlöser? Wir sind ein Problemlöser einerseits, denn wir greifen die Probleme der Kunden auf und suchen Lösungen für diese Probleme. Und wir sehen uns eben als ein ganz enger Partner, um gemeinsam mit dem Kunden eigentlich dessen Aufgaben zu bewerkstelligen. Als erstes versuchen wir gemeinsam mit dem Kunden, die richtige Werkstofflösung für das spezifische Anwendungsfeld zu finden. Und wenn wir das einmal gefunden haben, geht es darum, mit jeder Lieferung die gleiche Qualität in sehr geringen Fertigungsspannen abzuliefern. Das hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, was wir uns häufig in Lieferbeziehungen über Jahrzehnte mit den Kunden erarbeitet haben. Letztendlich ist es dann auch häufig die Verfügbarkeit, also den Werkstoff auf Lager zu haben, sei es in unseren Produktionsstandorten oder in einem unserer Servicecenter, mit denen wir in den für uns relevanten Märkten vertreten sind. Ideen schmieden heißt auch Nachwuchs schmieden. Wie schwer ist es, tatsächlich Nachwuchs zu finden und sich auch heranzuziehen? Wir sind hier durchaus in einem Umfeld, in dem in der Hinsicht auch so einiges an Wettbewerb besteht. Das heißt, wir müssen wirklich deutlich auf uns aufmerksam machen, entsprechend attraktiv uns auch darstellen, zeigen einfach, was BGH zu bieten hat. Und junge Generationen aufmerksam machen auf einen Bereich, der ja doch für viele so ein Stück aus dem Fokus gerückt ist. Olivia Plotnicki, wann war Ihnen klar, dass Sie in die Stahlbranche wollen? Ja, so ungefähr ab der 8. Klasse. Denn die männlichen Personen in meiner Familie, sprich meine Onkels, mein Vater, die arbeiten alle in der Stahlbranche. Wie sieht denn Ihre Ausbildung aus? Was macht man denn mit Ihnen oder was gehört zu dieser Ausbildung alles dazu? Dass man auf jeden Fall viel Praxis hat. Uns wird auch Werksunterricht angeboten. Wir haben auch ein eigenes Ausbildungszentrum vor Ort. Und man wird auch sozusagen in verschiedenen anderen Firmen hingeschickt, um sich das dort nochmal anzugucken. Was sind denn für Sie wichtige Kriterien? Für mich wäre auf jeden Fall wichtig, dass man Aufstiegschancen hat, sowie Weiterbildung. Dazu würde auch ein gutes Betriebsklima hinzuzählen, wie zum Beispiel, dass man Mitentscheidungsmöglichkeiten hat, sowie auch Anerkennung durch Kollegen und eine gute Ausstattung des Arbeitsplatzes.
Mit über einem halben Jahrtausend Geschichte im Gepäck, schaut man da anders auf das Thema Nachhaltigkeit? Da sind wir auch wieder an einem schönen historischen Ort für diesen Begriff im Siegerland. Da war der Begriff selber noch längst nicht geboren. Da hat man sich hier in der Region aber einen Kopf gemacht, wie man denn Stahl erzeugen kann auf Basis von Erz- und Holzkohle. Damals gab es noch nicht die Steinkohle aus dem Ruhrgebiet, sondern man musste hier auf Basis von Holzkohle schmelzen. Und ich sage mal, andere Nationen haben ihre kompletten Wälder, um irgendwelche Schiffsflotten zu bauen, niedergeschlagen und sind jetzt karge Landschaften. Aber wenn Sie sich im Siegerland umgucken, steht hier überall Wald. Und das lag einfach daran, dass man sich um Nachhaltigkeit wirklich frühzeitig Gedanken gemacht hat. Wie kann ich diese Ressource so verwenden, dass ich sie nicht überlaste?